So. Kommen wir hier endlich mal aus den Mistlands raus? Ja, sehr gut. Abelin? Und den bringe ich sowas von um. Na komm her. Wo bist du? Da. So. Habe ich dich. Habe ich trotzdem noch getroffen. Ich hasse das so. Ich hasse sie. Aber das wisst ihr ja bereits. So, da haben wir noch ein Dörfchen. Das trage ich mal ein. Und ich gucke außerdem. Das ist Camp, habe ich es genannt, ne? Ich nenne das hier mal auch Dorf. So. Und da würde ich gerne mal gucken, ob wir dort vielleicht die ein oder andere Dingenstatue haben. Ja, Glutstatue. Tote meine ich. So, rüber da. Aha. Hier haben wir Fischis. Okay, ich dachte schon, wir drängen ihn so an Land, aber die Fische sind zu smart, als dass sie auf sowas Plumpes reinfallen würden. So, und ist da irgendwo ein Totem? Das wäre super geil. Ich sehe nichts. Nee. Ich gehe mal auf den Stein. Sehr gut. Im Feuer gespawnt. Ich gehe mal hier den Stein hoch. Aber da ist nichts, ne? Nee. Ich verzieh mich. Oh. Ich muss da eigentlich auch noch erkunden. Ah, das können wir theoretisch auch machen, wenn wir hier mal irgendwann wiederkommen. Wer weiß. Ja. Also wenn das Innere des Landes dann erkundet wird, ne? Weil ich weiß nicht, ob wir das doch schaffen. Innerhalb dieses. Also innerhalb der 1000 Folgen. Ich glaube ja nicht. Ja, die da. Da laufe ich jetzt einfach mal möglichst schnell. Stimmt, ich kann Akteuren machen. Dann mache ich das auch. Und go. Da hinten ist wieder Mistlands. Sind wieder Mistlands. Sogar ein Gebirge. Ich schau mal auf die Map. Boah. Puh. Naja, gut. Ist doch eine ganze Menge. Oh, mit der Aktür. Ich wünschte, der Aktür hätten wir permanent aktiv. Oh, ist das satisfying. Das ist dann so, man läuft dann auf einmal so wie in anderen Games, ne? Normalerweise ist es ja so, dass man in anderen Games nicht so wenig Ausdauer hat wie in diesem Spiel. Und mit Aiktyr fühlt es sich an wie in anderen Games auf einmal. Naja, gut, okay. Schon deutlich mehr. Wir haben deutlich mehr Ausdauer. Sogar mehr als in anderen Games. Fällt mir gerade auf. So, hier aufpassen, dass wir nicht wieder in irgendein Wasser fallen. Hier zum Beispiel. Lauf, lauf, lauf! Lauf um dein Leben, lauf um dein Leben! Oh Mann! So eine gewisse Hetzjagd, das arme Tier. Nein, sowas ist überhaupt nicht witzig. So, hier hoch. Ja, gut, toll. Soweit so boring. Dann versuche ich mal hier an der Küste mich so hoch zu glitschen. Wir haben ja eine Tür an, damit sollte das vielleicht. Nein! Ah, okay, so viel zu dem Thema. Da muss ich wohl doch hier hoch. So. Und hier hoch. Vielleicht hier sogar. Das geht, ne? Hier an der Kante. Ja. So. Und dann nach da. Ja. Ist doch noch ein kleines Stück. Aber wir kommen ja voran, Gott sei Dank. So. Vor allem mit der Tür, ne? Habe ich das Gefühl, da geht das einfach doppelt so schnell. Theoretisch könnte ich mir auch gleich wieder einen Ausdauertrank ballern, sobald die Ausdauer unten ist. Können wir nämlich konstant durchrennen. So, hier lang. Bitte nicht ins Wasser. Ui, das war knapp. Ich glaube, ich wäre auch fast ins Wasser gefallen. Da lang. So, sehr gut. Ich glaube, ich fliege die ganze Zeit übers Wasser rüber, ne? Nee, da ist Land, glaube ich. Ja, hier ist Land.
Zecken, ich hau ja schon ab. Oh oh. Feuerball. Und hierher. So. Euer Fleisch. Also nicht, dass ich es bräuchte, aber wenn es hier schon liegt. War da noch einer? Nee, ne? Und hier waren außerdem Knochen. Hier würde ich mal gucken. Da ist der Solarplexus. Das heißt, wenn, dann müsste der Schädel hier sein. Hier ist aber ein Felsen. Oh. Oh, ich komme hier doch durch. Gut zu wissen. Hier ist aber nicht irgendwie ein Kopf oder so generiert worden, ne? Im Stein oder so? Nee. Ja, gut. Ebenfalls uninteressant. Oh. Das sieht aus wie eine Zwergenbase. Das ist wieder ein Leuchtturm. Das sieht man in dem blauen Ding da. Das bedeutet, da werden wieder keine Kisten sein. Dennoch werde ich selbstverständlich trotzdem nachsehen. Wobei ich eigentlich auch, wie ich schon meinte, ne? Bringt überhaupt nichts, die anzugreifen. Also, auch wenn hier überall Kisten wären und wir Weichgewebe abfahren könnten, bringt das gar nichts. Weil wir haben schon so viel davon. Mehr als genug. So. Und dann nochmal da hoch. Verdammt, die haben schon wieder neue Sachen gesagt. Glaube ich. So, so, so. So. Und hier lang. Und jump. Und hier nochmal. Energieschild. So. Ja, hier ist richtig straight einfach nach Süden. Aber hier macht es bestimmt gleich so einen Knick. Gehe ich mal stark von aus. Oh, Sumpf. Gott sei Dank. Aus den Mistlands raus. Naja, gut, okay, dafür sind wir im Sumpf permanent durchnässt, ne? Weil es hier immer regnet. Na gut, was soll's. Energieschild ist noch gut. Wir könnten... Zack. Nicht Aktür. Was wollte ich? Das wollte ich. Oh, Aktür ist aber nicht mehr aktiv, ne? Schade. Na gut. Das ging schon wieder viel zu schnell. Huch. Oh. Nö, hier bin ich falsch. Wie lang bitte? So. Und hier rum. Ah, Glibberbaum. So. Ja, kommt, Jungs. Macht euch nicht lächerlich mit euren Popelangriffen, die nicht mal einen Schaden machen. Und dann habe ich auch noch ein Energieschild. Oh Mann. Naja, gut, okay, sie sind immerhin Untote, ne? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel das so ein... Ist ja so, als ob du... Als ob eine Fliege einen Menschen angreift. Die ist ja nicht blöd, die haut natürlich ab. Wisst ihr, was ich meine? Aber, ne, also als ob ein kleineres Wesen einfach ein größeres angreifen würde, wenn es wissen würde, dass es verliert. So. Aber wenn die untot sind, sind es ja keine denkenden Wesen, wa? Hier, komm, den nehmen wir mit. Der stirbt doch wieder, bevor er aufgewacht ist. Doch, er ist aufgewacht. Und er stirbt direkt nachdem er aufgewacht ist. So, Skeletto. Hat mal deine Klappe, bitte. Ah, ich treffe die ganze Zeit das Wasser, ne? Weil er im Wasser steht. Und hier ist ein Schlundegel dreist. Da ist ein Schlundegel dreist. Und da ist ein Skelett dreist. So, her damit. Voll mit dem Glaber. Und was liegt da? Ach, ein Blutsack. Ja, nee. Der müllt nur das Inventar zu. So, hier lang. Da haben wir wieder eine Hütte. Das eine Mal war da ein Geist drin. Ich weiß ja nicht, ob diesmal wieder einer drin ist. Wahrscheinlich nicht. Oh, die ist eingekracht. Hm, gut. So viel zu dem Thema. Da kann ich mal ein Stück so gehen. Und dann hier lang. Wieder ein Glibberbaum. Den trage ich ein. Da. So. GB. Fände ich übrigens richtig cool, wenn man diese Extraktoren von den Zwergen auch da dran bringen kann.
Und man kann sie entweder abbauen und kriegt sie so. Oder aber du machst einen Extraktor dran und kriegst dann auf Dauer, ne? Frag ich mich auch, warum sie das nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Ist das ein Friedhof? Ja, ne? Oh, Jungs, jetzt geht mir nicht auf den Zeiger. Da ist noch einer. Kurz beim Friedhof gucken, ob da eine Kette ist. Weil da könnte ja eine Kiste in der Mitte stehen, wo manchmal eine Kette drin ist, ne? Komm. Mal gucken. Hier ist keine Kiste, ne? Schade. Na gut, dann nicht. Dann nochmal hier nach Süden, an die Südküste. Bis ganz nach unten dran. Damit auch hier noch einmal alles erkundet wurde. Sonst ist das so unvollständig. Ja. So allmählich wird das doch eine runde Sache. Ist ja auch eine Insel. Eine runde. Moment, so. Und dann hier lang. Hier, ich mach mal kein Energieschild. 2,1, okay. 2,1 Schaden immerhin. Ist natürlich brutal. Nicht. So, ist das wieder ein Glimmerbaum? Ja, ne? Sind das sogar zwei? Oder sieht das nur so aus? Aber auf jeden Fall ist hier Nebel. Ich mach mal mein Energieschild wieder an. Und kein Plan. Ich glaube, das ist nur einer. Doch, da hinten ist noch einer. So, du stirbst. Du stirbst. Und Glimmerbaum. So. Hier so. Zack. Und ich muss ein kurzes Päuschen machen. Bin sofort wieder da. Also bis gleich. Ich bin so ein Idiot, ich habe die ganze Zeit. Wie lange? Eine Minute 20. Da, ja, zwei Minuten habe ich jetzt die ganze Zeit gelabert. Ich bin so ein Storch. Gut, ja, ich habe vergessen, das Mikro anzumachen. Es tut mir leid. Ja, ich habe nämlich auch gerade darüber gesprochen, dass es doch irgendwie ein bisschen boring ist hier. Dieses Abgeklapper. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier was Spannendes machen. Weil, ne, dieses so neue Entdecken, neues Gebiet entdecken und so, ist ja doch immer recht interessant, weil wir dann irgendwie schon Neues finden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben auch schon alles gesehen, ne? Das meinte ich auch mit wir haben es irgendwie allmählich echt ausgereizt, dieses Game, ne? 1000 Folgen sind dann doch echt eine Menge, dass es... Ich habe keine Ahnung, es gibt irgendwie nichts Neues mehr zu zeigen, habe ich das Gefühl. Naja, gut. So, hier hoch. Also, kein Plan. Ich will das jetzt hier natürlich noch eben zu Ende bringen. Also, dass wir da noch so und so wahrscheinlich gehen. Kein Plan. Es wird aber auch gerade dunkel, ne? Ja, ich baue mal sicherheitshalber Dingens und gehe mal kurz pennen. Also, so. So, und hindurch. Hervorragend. Da können wir sogar ein bisschen Loot loswerden. Ah, haben wir sogar wieder eine Trophäe gesammelt. Die kann ich mal direkt nach oben bringen, ne? Weil die gehört ja natürlich in unsere Dingenskiste. Boss-Trophäenkiste. Schmatzi, na? Fühlst du dich endlich wohl? Scheint so, ne? Hängt jetzt auch mit den ganzen anderen Viechern ab. Nee, hier nicht. Hier. So, rein damit. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal kurz in die Pofe und erkunden dann den letzten Rest zu Ende, wa? Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Hä? Schon wieder ein Schmatzi hier? Der war doch eben gerade da oben. Das eine Mal sind wir schon mal aufgewacht und der war direkt hier vor der Tür. Okay. Gut. Also soll er machen, nur... Wo kommt denn der immer plötzlich her? Gut, hindurch. So. Portal weg. Und Rückbench weg. Und Holz her, bitte. Dankeschön. Und dann ab nach Norden. Energieschild. Oh, ich habe gar kein Food mitgenommen. Ja, komm. Für den letzten Rest reicht das, glaube ich, was wir haben.
Hoffe ich einfach mal. Wir haben zur Not noch Tränke. Und ein Ausdauerfood hätten wir auch noch. Bitte nicht ins Wasser. Oh. Toll. So viel zu dem Thema. Ja, 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 ja. Ich gehe ja schon. Und hier hoch. Und Ebenen, bitte ja. Hauptsache weg von diesem verdammten Nebel, wo man nichts sieht. Toll, nochmal anderen Nebel, den normalen Nebel. Na, man sieht immerhin ein bisschen mehr. Also, das ist nicht dieser richtig dichte Nebel, der so dicht ist, dass man die schon schneiden kann. So, ja. Gut, ich habe nichts gesagt. Keine Ahnung, was das hier auch für eine komische Landschaft ist. Mit Sumpfebene und Mistlands, irgendwie alles gleichzeitig. Hm. Naja, gut. Muss der Map Generator wissen. Atet! Ja. Selber. Weiß nicht, das heißt, glaube ich, Hallo. Oder in der Kommentarsektion, ne? Atet. Und auf Wiedersehen oder Tschüss heißt so, ist das gleiche nur umgedreht. Also, Teta. Teta. Mit diesem A, mit dem Kreis drüber. Keine Ahnung. Was zur Hölle das sein soll. Hm. Oh, Alter, wie weit geht's denn hier noch? Ich bleib mal lieber bei der Küste, ne? Und ich baller mir das Ausdauerfood. Das letzte. So. Und einen Trank haben wir zur Not auch noch. Nein, bitte nicht. Die Tür ist nicht aktiv. Na komm. War doch irgendwie eine doofe Idee, erkunden zu gehen. Jetzt, wo wir es machen, habe ich irgendwie doch keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Weil wir haben das jetzt schon so oft gemacht, dass es irgendwie nichts Neues ist. Also, es ist irgendwie sehr repetitiv, ne? Irgendwie. Und ich habe auch das Gefühl, dass je mehr wir Land erkunden, wenn kommende Updates irgendwann mal kommen werden, das Gebiet weg ist. Oh, come on. Mann, jetzt lass mich hier raus. So. Und ich rutsche natürlich wieder zurück. Mann, ist das unsatisfying. Gut, kann ich jetzt hier hoch, bitte? Hallo. Hä, warum... Oh, nö. Nein. Puh. Puh. Okay. Ich hau mal ab hier jetzt. Ist mir doch ein bisschen zu blöd. So, hier lang. Nein, hier lang. Hier ist schon wieder Wasser. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich hier einmal rum. Echt jetzt. Na gut, dann muss ich das halt. So, hier hoch. Da ist eine Zwergenbase. Mhm. Ja, toll. Finde ich doch gerade irgendwie nervig, dass wir das machen. Hätte ich mir doch eine andere Aufgabe suchen sollen. Aber gut, dann müssen wir da jetzt leider kurz durch. Wir haben sie auch gleich hinter uns, ne? Wir sind ja gerade schon auf dem Rückweg. Also ich würde auch tatsächlich den... westlichen Teil der Insel nicht nochmal weitermachen. Wenn ich hier stehe. Oh, Gott sei Dank. Den westlichen... Nein! So. Den westlichen Teil der Insel würde ich dann lassen, ne? Also es gibt ja hier noch was. Aber ich will eigentlich hier nur so zurück. So. Und dann wieder zur Knochenwanst. Ich glaube, das sollte reichen. So, rüber da jetzt. Oh. Da ist ein hässlicher... Aber das ist doch eine Zwergenbase und keine hässlichen Base. Eigentlich. Weil da leuchten doch Laternen. So. Was bringt das überhaupt mit diesen Palisaden, wenn die sowieso fliegen können? Keine Ahnung. Ja, er rastet natürlich aus. Und hier ist aber auch gar kein Schädel, ne? Hä? Ah, da zieht so ein Effekt hinter sich her. Wäre ja geil, wenn mein Stab das auch könnte. Oder?
Hätte, glaube ich, was. Hast du den Krawall angezählt? Was für ein Krawall denn? Ist doch alles easy. Du bist größer als in meiner Erinnerung. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals gesehen haben. Aber gut. So, hier hoch. Halt. Nicht. Hier lang. Und hier rum. So. Ja, okay. Gut. Dann haben wir es gleich hinter uns. Du könntest was zu essen vertragen. Ja, ich habe leider kein Magiefood dabei. Theoretisch müsste ich dafür nochmal kurz zurück, ne? Momentan kann ich nur weglaufen. Und Heiltränke nehmen. Aber wir sind ja auch gleich in den... Also im Sumpfgebiet. Gott sei Dank. Ich mache trotzdem hier ein Energieschild. Nein! Kann ich mir genau nicht mehr leisten. Da mache ich Akteur an. Und hau ab. Renne immer um mein Leben. So. Hier nach unten. Und so. Hier ist Wasser. Da ist ein Baum. So. Hier lang. Na komm. So, das reicht. Und dann hier lang. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, dass ich hier ohne Magiefood langlaufe. Also ohne Energieschild und so. Schon ein bisschen Angst, natürlich. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Für den letzten Meter müssen wir jetzt nicht nochmal durchs Portal oder so. Oh, was ist denn das mit diesem Wasser hier? Sorry, aber diese Landschaft hier geht mir richtig auf den Zeiger. Also das ist gerade übel unangenehm, das alles zu erkunden hier. Bin ich ehrlich. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also, weil es ist so bergauf, bergab und dann fällst du wieder ins Wasser und dann musst du doch wieder warten. Dann ist die Ausdauer wieder unten, weil du durchnässt bist, dauert es ewig, bis die Ausdauer wieder hochgeht. Dann bist du plötzlich im Sumpf, bist wieder durchnässt. Dann... Lass uns bloß schnell nach Hause. Ganz, ganz schnell. Und dann die Taschen wieder füllen mit Food und so. Gut. Aber hier ist noch eine Eisenmine, die trage ich natürlich ein. So. Und dann hier nochmal entlang. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, wir sind ja gleich hier, ne? Und dann haben wir es. Gott sei Dank. Wenn es denn überhaupt einen gibt. Aber da haben wir uns ja auch schon sehr oft drüber unterhalten. Da ist noch eine Eisenmine. Nicht schlecht. Hier ist aber ganz schön was los an Eisen. So, hier lang. Nee, so. Sehr gut. Und so ein Stück. Zack. Und da unten nochmal die Ecke. Ah, Gott sei Dank, dann haben wir das endlich hinter uns. So. Ja, ja, komm. Ja, theoretisch da noch. Ja, komm, da gehen wir eben auch nochmal hin. So. Ich will jetzt nach hier hinten. So, bis da. Na, komm. Deck es auf. Sind schon wieder Mistlands, das ist doch wohl nicht wahr. Oh oh. So. Und ich verziehe mich. Und die Ecke da hinten lasse ich jetzt. Also ich gehe jetzt nach Haus. Da ist mir hier zu blöd. So. Und ab nach Hause. Huch, ouch. Ja, wir sind ja auch wieder in den Nebellanden, ne? Ich sollte mal lieber so im Sumpfgebiet bleiben. Es kommen hier nachher noch Mistland-Viecher. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Oh, wieder ins Wasser. Es ist nicht wahr. Oh, oh. Danke fürs Anstoßen. Puh.
Habe ich leider keinen Pilz dafür, dann muss ich das nehmen. Sind beide tot. Drei. Alle drei tot. Sehr gut. Ja gut, dann hier hoch. Da ist noch ein hässlicher. Oh, schon wieder ins Wasser gefallen. Jetzt reicht's mir wirklich. Also, das... Hä? Warum nervt mich das denn gerade so? Normalerweise nervt mich das nicht so, aber irgendwie ist dieses Erkunden hier gerade maximal unsatisfying für mich. Man sieht nichts. Die Feinde nerven. Es ist übelst anstrengend, hoch und runter zu rennen. Wir sind die ganze Zeit im Wasser, müssen schwimmen. Gut. Aber ich beschwere mich schon wieder, ne? Ich halte meine Klappe. Mit meinem Gemecker. 10 Sekunden, eine Tür noch. Komm. Let's go. Das kosten wir nochmal aus. Und zack. Gut. So. Und jetzt gucke ich mal kurz auf der Map. Wir müssen nach da. Da ist wieder ein Hässlicher, der nur darauf wartet, dass ich ins Wasser gehe. Widerlich kann man eigentlich sein. Glibberbaum. So. Und hier lang. War doch so, ne? Ja. Also beziehungsweise so. Knochenwanst war in die Richtung straight nach Westen. Aber gut, dann haben wir es auf jeden Fall endlich hinter uns. Und auch das, so diese, also wie steil auch. Ne? Es ist die ganze Zeit nur am Ausdauerfressen, weil wir schwimmen, weil wir klettern, weil wir dies, weil wir das. Schon seltsam hier die Landschaft, ne? Als ob die mit Absicht schwer begehbar sein soll. Klar, was das soll. Aber gut, wir haben es ja auf jeden Fall durch. Und da sehe ich auch schon das Portal-Icon. Oh, oh, oh. Ja, nee. Da kann ich jetzt gerade nicht. Das geht gerade nicht. Bitte sieh mich nicht. Ah, er kämpft gegen den Zwerg. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, nichts wie weg hier. So, hervorragend. Ja, dann können wir auch gleich wieder pennen gehen, ne? Und ich würde tatsächlich dann gleich mal eine Runde spazieren gehen. Ne? Oder? Hätte ich Bock drauf. Ich gehe mal kurz hier zum Portal. Obwohl, theoretisch können wir das auch mitnehmen. Ja, nö. Nö. Machen wir das wieder nachts, ne? Also gehe ich mal kurz nach unten. Ich kann das hier schon mal ausrüsten. So, und den rein. Und das ausrüsten. Und das ist Müll. Dann nehme ich nochmal 3 Ausdauertränke mit. So. Und natürlich Food. Hiervon 5. Hiervon 5. So. Und hiervon 9. Warum auch nicht? Ah, das haben wir schon gegessen. Aber die beiden baller ich mir auch nochmal. Und dann das restliche Zeug schmeiße ich hier mit dazu. So. Sehr gut, dann haben wir alles, ne? Ich reppe hier nochmal alles, komm. So. Und den Hammer. Zack. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ab nach oben. In eine Pofe geschmissen. Ach ja, das Zeug hier muss noch weg. Das hätte ich auch reparieren können. Schade. Egal. So, hier rein. Das, 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 das. Und hinauf. Ab in eine Pofe. Wow. Obwohl, ich glaube, es war noch so recht spät, ne? Ja. Ja, ja, die Sonne ist gerade am Untergehen. Definitiv. Daher... Gute Nacht!